Einen herzlichen Dank zunächst an Martin Renner für die Worte und nur noch einige Worte von mir, vielleicht auch zum nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf. Ein Teil der Partei hat das noch nicht mitbekommen, aber wir führen tatsächlich Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen. Und in der Tat, es wäre nicht nur für uns in Nordrhein-Westfalen, aber auch für die Kollegen Jörg Nobis aus Schleswig-Holstein von hohem Wert, wenn die Partei genau das, was als Lippenbekenntnis sehr häufig formuliert wird, nämlich die Einheit der Partei, wenigstens in den nächsten Wochen ernsthaft lebt. Das wäre eine ganz herzliche Bitte. Und ich weiß, dass die Schleswig-Holsteiner das genauso empfinden. Und lassen Sie mich dazu ein Thema ansprechen, was in dieser Partei immer wieder bemüht wird. Das Thema der Meinungsfreiheit. Meine Damen und Herren, wir sind die vielleicht letzte Partei, die sich dafür intensiver einsetzt, als das alle anderen tun. Aber, und das bitte ich jeden Einzelnen, sich völlig klarzumachen. Meinungsfreiheit bedeutet innerhalb einer Partei eben nicht, dass jeder zu jeder Zeit alles sagen muss. Meinungsfreiheit in der Partei bedeutet, dass man sehr wohl alles sagen darf, aber keinesfalls im Namen der Partei zu jeder Zeit alles sagen muss. Denn, und das bitte ich jeden einzelnen Funktionär dabei zu bedenken, wer Funktionär der Partei ist und eine Meinung äußert, nimmt die gesamte Partei dafür in Haftung. Und es stehen hunderte Mitglieder in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein in diesen Wochen auf der Straße und müssen genau das auch ausbaden. Und auch wenn die Partei als Ganzes eine Strategiedebatte vielleicht später führen möchte. Wir in Nordrhein-Westfalen haben uns für diesen Wahlkampf entschieden, mit einer einheitlichen Strategie in den Wahlkampf zu gehen. Und ich kann sagen, dass das funktioniert und dass sich alle Beteiligten in diesem Wahlkampf bislang daran gehalten haben in Nordrhein-Westfalen. Denn wir werden nicht den Weg in eine Fundamentalopposition gehen, bis wir 51% erreicht haben. Meine Damen und Herren, wir werden es nicht wenigen Parlamentariern der AfD erlauben, es sich beim Kampf gegen das System im System bequem zu machen, sondern wir wollen Verantwortung übernehmen. Wir wollen dieses Land verändern und wir wollen uns persönlich dafür einsetzen. Ja, meine Damen und Herren, das ist kein bequemer Weg, denn auf diesem Weg kann man auch scheitern, wenn man Verantwortung übernimmt. Wir haben uns entschlossen, wir wollen in Nordrhein-Westfalen Verantwortung übernehmen, nicht in 2017, das sage ich immer wieder sehr deutlich, aber wir streben das sehr wohl mit unserer Arbeit in den kommenden 5 Jahren an, ab 2022 in Nordrhein-Westfalen für die AfD und für unsere Wähler tatsächlich zu tun. Und lassen Sie mich ganz kurz auch zu anderen Parteien etwas sagen, weil die AfD als Partei ja keine völlig neue Erfindung ist, weder in Deutschland noch in Europa. Ich bin gestern von einer Journalistin, Sie wissen, das sind die mit der politischen Bildung, die uns diese politische Bildung weitervermitteln sollen, in einem Informationsangebot. Ich will die Zeitung und die Dame jetzt nicht nennen. Die Dame kam zu mir und sagte, Herr Pretzell, aber Sie da mit dieser antisemitischen Marine Le Pen. Dann habe ich gesagt, gnädige Frau, schauen Sie sich doch mal die Abstimmung im Europäischen Parlament der INF-Fraktion an. Schauen Sie sich an, wie eine Marine Le Pen abstimmt. Und Sie werden feststellen, es gibt überhaupt gar keine
israelfreundlichere Fraktion im Europäischen Parlament, wie ginge das auch mit Geert Wilders, als genau diese Fraktion. Meine Damen und Herren, das Problem der Presse ist nicht nur, dass sie Falsches berichten. Das Problem ist, dass sie Falsches berichten, weil sie es schlicht nicht besser wissen. Und daran müssen wir ansetzen. Wir müssen mit der politischen Bildung, die wir betreiben, tatsächlich bei den Journalisten schon anfangen, meine Damen und Herren. Und dazu lassen Sie uns einen Beitrag mit diesem Parteitag, leisten. Lassen Sie uns mit einem Programm, was klar und eindeutig unsere Positionen festlegt, der Öffentlichkeit klar machen, wo wir tatsächlich stehen und dass das mit dem Bild, was über uns vermittelt wird, in den vergangenen 4 Jahren wenig bis häufig gar nichts zu tun hat und dass wir eine andere, eine bessere Berichterstattung verdient haben. Herzlichen Dank und lassen Sie mich vielleicht abschließen. Wir bitten um 2 Dinge. Wir wollen zum einen heute eine Welturaufführung hier präsentieren, den Landeswahlspot zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zum einen. Und dann ist meine Bitte, in 2 Wochen wird mein Kollege Jörg Nobis eine für die Partei hochwichtige Landtagswahl haben. Und er hat darum gebeten, hier vielleicht mal 2-3 Minuten zumindest kurz etwas sagen zu dürfen. Ich glaube, das sollten wir ihm gewähren. Diese Wahl ist für die gesamte Partei von höchster Wichtigkeit. Insofern würde ich darum bitten, dass wir das außerhalb der Tagesordnung ihm gewähren. Und jetzt, vielleicht können wir jetzt den Spot für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ganz kurz zeigen. Herzlichen Dank und einen schönen Parteitag.